Ich bin Jakob Pfeiferlig, ich bin erster Solotänzer des Wiener Staatsballetts. Natürlich bin ich für so einen gemeinnützigen Zweck sehr gerne dabei und helfe und unterstütze alle Kinder, die Hilfe brauchen, und freue mich, wenn wir genug Spenden für sie sammeln. Ich bin Eno Peci, Solotänzer und Choreograf an der Wiener Staatsoper. Und dieses Abend ist für UNICEF und es freut mich, dass ich dabei sein kann. Heute am Abend tanze ich Opus 25 von Chopin, Choreografie von Eno Peci und mit Eno Peci. Heute, das ist wichtig, dass wir hier sind. Das ist wichtig, weil UNICEF ist geben. Wir müssen viel geben, müssen überhaupt vieles, vieles verändern. Ich bin sehr froh, dass Juri mich wieder, weil wir sehr oft zusammenarbeiten und jetzt UNICEF das erste Mal machen. Und ich habe auch mit dem Alexander Wiegold sowas ausgedacht, weil ich immer, wenn ich mit Juri arbeite, ist es immer neu, also noch nie da gewesen, und ich freue mich, weil es für Kinder ist und da passt Alice in Wonderland, auch wenn es hier jetzt Dreamland ist, wunderbar. I'm a motivational speaker and a poet and I'm going to be really uplifting everybody, and so my job is to make sure that everybody really gets into an incredible place where they really feel like they can soak up all the magic that everyone's going to be bringing them. I'm Brendan Goh. I come from Singapore. I'm 20 years old today, and I will be playing Prokofiev, March of Children. Es sind lauter Künstler, Tänzer, Musiker, Schauspieler, und Juri gibt es natürlich auch. Wir sammeln alle Geld für Kinder in Not. My name is James Cottrell. I'm here to support basically any child that doesn't have the same opportunities that my daughter has. But unfortunately for millions and millions of children around the world, those options aren't available. It's also a reminder to the grown-ups that the people that have should give. So ein talentierter junger Mann, ich bin einfach sprachlos. Das Ganze ist eine UNICEF-Veranstaltung und zu einem guten Zweck, und da sind wir immer dabei. Alles, was Juri da gespielt hat, war natürlich vom Feinsten. Und deswegen habe ich mir ja gewünscht, Ende des Jahres mit Juri eine Tournee zu machen. Mein Name ist Oliver Stamm und ich freue mich sehr, heute bei Dreamland in Wien dabei zu sein. Ich habe den Juri Rewitz schon in Wien gesehen, dass er jetzt mit all diesen großartigen Künstlern Dreamland zugunsten UNICEFs gestartet hat. Finde ich großartig. It's a big honor to have such stars at all tonight on the stage. Im Namen jedes Kindes, das wir durch Ihre Großzügigkeit gemeinsam mit dieser Gala unterstützen können, danken wir Ihnen von ganzem Herzen. Die Idee von UNICEF ist mir persönlich natürlich wichtig, aber auch als Filmemacher ist es ein großer Teil meiner Arbeit immer wieder. Und die Verbindung hin zum Juri und was er da alles auf die Bühne stellt und was er alles vermag, ist natürlich großartig auch, um zu sehen, und deswegen bin ich auch hier.